Hallo liebe Chili-Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Update aus der Anzucht 2022. In meinem letzten super kurzen Video habe ich euch ja bereits gezeigt, dass ich doch nicht an mich halten konnte und die ersten vier bzw. die größten vier Pflanzen aus meiner Anzucht doch schon in die vorbereiteten 40 Liter Töpfe gepflanzt habe. Im heutigen ausführlichen Anzucht-Update zeige ich euch natürlich auch noch im Detail, wie die Pflanzen in ihre großen 40 Liter Töpfe gekommen sind. Da ich die großen Endtöpfe ja bereits fast vollständig mit Substrat gefüllt hatte, besteht der erste Schritt darin, erst einmal wieder ungefähr 6 Liter herauszuholen, damit der Wurzelballen prima in den Topf hineinpasst. Damit das Loch auch direkt die richtige Größe hat, mache ich es so, wie ihr es gerade gesehen habt und zeichne mit der Schaufel einmal den Umfang des kleinen Topfes nach. Normalerweise gehe ich so vor, dass ich den Aushub in einem separaten Eimer zwischenparke. Dummerweise hatte ich den für diese Aufnahme vergessen und entsprechend seht ihr hier, wie ich das Ganze improvisiere, indem ich die Erde einfach an den Topfrand drücke. Da der große Topf nicht ganz voll mit Substrat befüllt war, hat das ausgereicht, um anschließend den 6 Liter Wurzelballen einzusetzen. Nachdem das Loch vorbereitet ist, muss natürlich die Pflanze zunächst einmal aus ihrem alten Topf heraus. Reißverschluss sei Dank, geht das zum Glück sehr, sehr einfach. Obwohl sich der Ballen sehr fest und kompakt anfühlt, sieht man hier wunderbar, dass sich entlang der Oberfläche in den Stofftöpfen überhaupt keine Ringwurzeln bilden. Im ersten Aushub war das Loch leider noch einen kleinen Ticken zu flach, aber da ich ja jetzt einen leeren 6 Liter Topf zur Verfügung hatte, konnte ich das überschüssige Substrat problemlos zwischenparken. Zweiter Versuch. Perfekt. Jetzt nur noch gut andrücken und anschließend alles wieder auf die gewünschte Höhe auffüllen. Perfekt. Die anderen drei gibt es wie gewohnt für euch im Zeitraffer. Somit waren die Archimango, die Reaper Dark Magma, die Sugar Rush Peach Stripey und die Mustard Habanero in ihrem finalen Zuhause angekommen. Angegossen wurden die vier übrigens bis zum heutigen Tag, also 6 Tage später, immer noch nicht. Und das hat den einfachen Grund, dass das Substrat schon beim Eintopfen ziemlich feucht war und die Töpfe entsprechend schwer. Und da ich sie aktuell noch jeden Abend rein und am nächsten Morgen wieder ins Freie trage, wollte ich das Ganze nicht noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. So sieht übrigens aktuell das Nachtquartier aus. Das Backup meiner Habanero Mustard wurde letzte Woche noch als Versuchskaninchen missbraucht und kam für einen kompletten Tag in die pralle Sonne. Den Rest der Woche blieb sie dann im Regal und ich wollte sehen, ob sie Sonnenbrand bekommt. Dazu gleich mehr. Nur 2 Tage nach den ersten Chilis durfte dann auch die Tomate in ihren Endtopf ziehen. Denn auch in ihrem Fall war der 6 Liter Topf inzwischen doch arg eng geworden und da Tomaten nach meiner Erfahrung ohnehin nicht so kälteempfindlich sind wie Chilis, hatte ich da auch keine Bedenken, die Pflanze über Nacht im Freien zu lassen, sodass ich nicht noch einen zusätzlichen Topf rein und raus tragen muss.
In diesem Fall entferne ich zunächst alle tiefer liegenden Seitentriebe. Das hat den Grund, dass man Tomaten beim Umtopfen möglichst sehr, sehr tief ins neue Substrat setzt. Denn bei Tomaten treiben aus dem Stamm dann binnen kürzester Zeit viele neue Wurzeln aus, die den neuen Topf dann besonders schnell und effizient durchdringen. Da der Stamm bei der Tomate im Vergleich zu einer Chili ziemlich weich ist und die Pflanze gleichzeitig relativ kopflastig, war das Umtopfen gar nicht so einfach und eine relativ heikle Angelegenheit. Erst recht, weil mir dann nach dem ersten Probesetzen auffiel, dass ich doch gerne noch ein bisschen tiefer gehen möchte und ich die Pflanze entsprechend nochmal rausnehmen und anschließend etwas Substrat aus dem Topf entfernen musste. Bei der zweiten Anprobe hat dann alles gepasst und entsprechend musste ich den Topf nur noch vorsichtig wieder auffüllen. Als Substrat verwende ich in diesem Fall übrigens die Erde, in der im letzten Jahr eine der beiden Physalen stand. Das war die Komposterde von Havita, die an sich relativ gute Ergebnisse erzielt hat, aber hinsichtlich Gießverhalten ein absoluter Albtraum war. Ich hoffe, dadurch, dass ich jetzt noch ein wenig Schafswolle und Perlit untergemischt habe, wird das Ganze in diesem Jahr ein bisschen besser. Ansonsten werde ich wahrscheinlich auf Tröpfchenbewässerung zurückgreifen, denn mit der Gießkanne macht dieses Substrat echt keinen Spaß. Kurze Zeit später war dann auch diese Umtopfarbeit erledigt und die Tomate konnte an ihren finalen Standort im Garten ziehen. Nach inzwischen 4 Nächten im Freien schaut sie nach wie vor einwandfrei aus. Immerhin ein Topf weniger, den ich jeden Tag rein und raus tragen muss. Und gleich werden es noch 2 weniger werden. Bevor ich die Pflanzen morgen umtopfe, nutze ich heute die Gelegenheit, um nochmal eine Art Pflegeschnitt zu machen. Und zwar insbesondere bei den beiden Jace Peach Ghost Scorpion ist es so, dass die extrem stark untenrum austreiben. Man sieht jetzt, wie die hier ein bisschen in den Seilen hängt, weil sie jetzt zum ersten Mal wirklich mittags in der prallen Sonne steht. Das sind die noch nicht so ganz gewohnt. Aber was ich jetzt vorhabe, ist einfach diese ganzen Triebe, die von sehr weit unten kommen, werde ich wegschneiden, weil ich am Ende möchte, dass die Pflanzen über den Sommer wirklich hier oben eine schöne Krone bilden und nicht allzu sehr jetzt hier diese ganzen Seitentriebe von unten mit Energie versorgen und auf die fokussieren. Deswegen schneide ich die jetzt noch weg. Am Ende in den großen Topf kommt ohnehin die hier. Die wird aber auch morgen noch nicht umgetopft, weil ich sie ja erst kürzlich in den 9-Liter-Topf gesetzt habe. Das hier war ja mal mein Backup. Das war die Hauptpflanze, aber die hatte sich schöner entwickelt. Darum habe ich jetzt gewechselt. Die hier werde ich dann verschenken und habe hier auch schon gesehen, dass wir ein bisschen Blattläuse bekommen haben. Das ist halt, wenn die tagsüber draußen stehen und jetzt übers Wochenende hatte ich sie durchgehend drin, weil wir nicht da waren. Und das lieben die natürlich. Da haben die dann eine sehr entspannte Zeit gehabt. Man sieht hier oben, hocken eine ganze Menge von ihnen drin und aufgefallen war es mir eigentlich in erster Linie, weil hier so ein paar Blattlaushäute auf dem Blatt lagen. Aber gut, der Teil kommt jetzt eh weg und ab morgen dann sind die Pflanzen ohnehin durchgängig draußen. Gut, dann schaue ich mal, dass ich hier möglichst dicht am Stamm wegschneide. Dazu nehme ich wieder meine geliebte Ernteschere von Fiskars, die ich wirklich sehr gut finde. Ganz im Gegensatz zu der anderen Schere, die gleich auch noch zum Einsatz kommt, vom gleichen Hersteller. So und so sieht man jetzt schon, wird das Ganze hier untenrum direkt eine ganze Ecke luftiger. So kleine Blätter lassen sich im Zweifel auch ganz gut mit dem Finger einfach abknipsen. So reicht mir das schon. Und jetzt hier auf der Höhe können jetzt auch dann später noch die Seitentriebe kommen. Aber ich wollte halt vermeiden, dass jetzt wirklich ganz stark von unten die Seitentriebe dominieren. Und
entsprechend jetzt so ein bisschen angepasst. Das gleiche machen wir hier nochmal. Was bei der hier merkwürdig ist, ist, dass die ganz schräg in ihrem Tab sitzt. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Das sieht man gleich, wenn sie untenrum ein bisschen nackig ist. So passt das auch für diese hier und so hoffe ich auch, dass die ein bisschen mehr dann auf den oberen Bereich fokussiert. Ich habe ja gesagt, eigentlich hat nur die Jace Peach Ghost Scorpion diesen sehr seitentrieblastigen Wuchs gezeigt. Ein bisschen ist es aber auch hier bei der Pockmark der Fall. Entsprechend werde ich das bei der auch nochmal machen. Den Stamm untenrum etwas freischneiden. Vor allem die kommt ja dann morgen tatsächlich auch in den großen Topf. Dann habe ich es auch etwas leichter beim Eintopfen. Muss nicht so sehr darauf achten, dass ich sie ganz auf die perfekte Höhe pflanze. Dann kann sie im Notfall auch ein klein bisschen tiefer in die neue Erde. Ich nutze die Gelegenheit, nehme hier jetzt auch so ein paar von den ganz verkrüppelten Blättern weg. Damit die morgen in einem halbwegs brauchbaren Zustand umziehen kann, was bei der Pockmark wirklich halbwegs brauchbar ist. Also das war eine, die war so mit am schlimmsten von der Tripse betroffen und hat ihrem Namen tatsächlich in der Hinsicht alle Ehre gemacht. Sieht wirklich in weiten Teilen ziemlich übel aus. Hier sieht man nochmal, wie sich da die Blätter zusammengeknäult haben durch den Schädlingsbefall. Aber ja, so ist es doch schon etwas besser und ich denke, wenn die jetzt in den größeren Topf kommt und dann nächste Woche wirklich durchgehend Traumwetter hat, dann wird die ziemlich schnell sehr schön werden. Ja, und wie gesagt, die Pockmark war wirklich die Sorte, die es besonders übel erwischt hat. Und hier seht ihr mein Backup, das nach wie vor echt beschissen aussieht. Und deshalb mache ich was, was ich eigentlich immer versuche zu vermeiden, weil ich es echt nicht kann, Pflanzen wegzuwerfen. Und normal suche ich immer jemanden, der sie nimmt und verschenke sie. Aber in dem Fall, sowas möchte ich auch nicht verschenken. Von daher, die fällt weg. Und das Gleiche hier mit meinem Backup von der Mustard Habanero. Die hatte ich ja jetzt die Tage genommen, um mal zu gucken, ob sie Sonnenbrand kriegt, wenn ich sie einen kompletten Tag in der prallen Sonne lasse. Hatte ich euch ja gerade schon gezeigt, das war nicht der Fall. Aber damit hat sie auch ihr Soll erfüllt und kommt ebenfalls weg. Ja, soweit die Mini-Vorbereitung heute. Morgen geht es dann richtig zur Sache, weil ab morgen dann die Nächte warm genug werden, dass die Pflanzen draußen bleiben können und dann startet die richtige Outdoor-Saison. Und ich hoffe natürlich, dass es dann auch nicht mehr so kalt wird, da ich am Ende doch noch 10, 40 Liter Töpfe ins Wohnzimmer schleppen muss. Ja, soweit an dieser Stelle. Zum Abschluss des heutigen Videos möchte ich euch noch einmal kurz zeigen, was sich in letzter Zeit so bei meinen Bienen getan hat. Und wie ihr sehen könnt, ist das einiges. In meinem großen Bienenhaus sind inzwischen so ziemlich alle Röhrchen verschlossen. Und auch bei den Bambusröhren sind nur noch zwei Röhren, die nicht vollständig verschlossen sind. Eine davon hat einen Riss und das ist wahrscheinlich der Grund, warum diese offen bleibt. Auch an meinem Holzstamm sind inzwischen mehr und mehr der Löcher mit Lehm verschlossen. Und da, wo das noch nicht der Fall ist, wird weiterhin fleißig gearbeitet. Das Vorgehen der Bienen ist immer das gleiche. Vorwärts reinfliegen, dann wieder rauskommen, Wendemanöver und rückwärts abladen. Besonders schön dabei ist, dass mir eigentlich jede Woche neue Bienenarten begegnen. Aber nicht nur Bienen,
Mein Lehmtopf wird, soweit ich das sehen kann, in erster Linie von Wespen befüllt. Und ich vermute, dass es sich dabei um Grabwespenarten handelt. Vielleicht bekomme ich ja demnächst mal eine vor die Kamera. Ansonsten stand diese Woche noch Rasendüngen und Schneckenkorn ausbringen auf dem Programm. Das Übliche halt zu dieser Jahreszeit. Soweit mein letztes Update vor dem finalen Auszug. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ja, lasst meinem Video doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut, Servus.